Moin Leute, willkommen zurück. Beim letzten Mal sind wir wieder mit einer Reihe von Power Emotes nach Tai gereist und in einer Arena angekommen und haben auch da gleich noch weiter gefightet. Wir haben schon rausgefunden, dass Vikross die Chefin vom Orden der Acht Stäbe anscheinend auch eine wilde Magierin ist. Zumindest hat Nira das gesagt und die hat uns mit nach Tai teleportiert und das ist natürlich schön, weil wir uns jetzt nämlich dort befinden, also in ihrem Rückzugsgebiet, da hat sie natürlich mehr Ressourcen, aber auf der anderen Seite, wohin soll sie jetzt noch fliehen? So, wir haben unsere Gegner im Gladiatorengetümmel besiegt. Der Herold Denaton hat uns zum Sammelpunkt der Gladiatoren bestellt. Vermutlich will er herausfinden, was. Irgendwas wollen wir herausfinden. So, jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir hier weg? Eigentlich müssten wir doch durch irgendeine Art Tür gehen. Mal gucken, wie das hier aussieht. Sammelpunkt. Hier können wir raus. Ja, da sehe ich uns. Auf geht's. Vorwärts, Kinders. Hier ist tatsächlich nichts dabei. Wir speichern. Wir können ja jetzt nicht speichern. Tolbeb, du musstest ja so ein Zauber. Hier, okay, wunderbar. Schnell speichern erfolgreich. Dann raus hier. Ne, hier werden. Also, wenn hier ich Fallen hoffe, sind. Aha. Okay, immer an der Wand lang. Hier ist es schon zu Ende. Anscheinend scheint hier so ein Vorbereitungsraum zu sein. There you are. Oh, fuck. Das ist natürlich nicht gut. Also, ich meine, wir wissen natürlich nicht, wer das ist, aber ich weiß natürlich, wer das ist. Das ist das Tam. Ja, also wir haben schon gegen viele untote Magier gekämpft. Leichname, Halbleichname, sonst irgendwas. Das ist wieder einer von denen. Und das ist der Herrscher von Tai. Ganz zufällig ist er natürlich auch gerade in dieser Arena und er sucht anscheinend auch nach uns. Greetings. I am Sass Tam. No need to introduce yourselves. Though I am the Zulkir of Necromancy, not Divination, I know a thing or two. And now that I've seen Vikross's wild magic, I know a thing or two more. Genau. Also, der Zulkir, ganz weit hohes Tier, also der Chef des Nekromantieflügels ist er, aber er ist eigentlich auch der Chef von Tai. Kann man schon so sagen, er ist zumindest der mächtigste Magier, den es da so gibt. Und es ist natürlich passend, dass er auch Nekromant ist, wer hätte das gedacht? Und denn Tai hat ja jede der acht Schulen, die es da so gibt. Ich glaube, es gibt acht Zauberschulen. Hat einen so einen Vorsteher hier und er ist eben einer davon. So, ich bin Sass Tam. Ihr müsst euch nicht vorstellen, auch wenn ich der Zulkir der Nekromantie bin und nicht der Erkenntnis, weiß ich doch das eine oder andere. Ja, als ob man auch nur was wissen kann. Hier Explanational Reading und so. Nur was wissen kann. Ne? Die gute alte klassische Spionagearbeit ist halt einfach nicht mehr gefragt. Und jetzt, nachdem ich Vikross unbändige Magie gesehen habe, zufällig, weiß ich noch das eine oder andere mehr. Aha, wo ist der Herold? Sass Tam? Etwa der Sass Tam? Ganz schön. Also schön, Sass Tam. Ich freue mich, euch kennenzulernen, aber sollte ich hier nicht den Herold kennen? Ihr seid eine der abscheulichsten Kreaturen. Es ist wirklich eine Ehre. Naja, weiß ich nicht. Also schön, ich freue mich. So. Politeness goes a long way with me. Ja. As for Denaton, his part in this is over. I told him to direct you here. Also, das ist doch schon ein guter Anfang. Mit Höflichkeit kommt ihr weit bei mir. Ja, mit Höflichkeit kommt man generell recht weit. Es ist ja, gibt ja keinen Grund, unhöflich zu sein. Man kann ja... hatte ich jetzt gerade unterrichtet, ne, so wie Bismarck, harte Politik mit weichen Worten machen, ne, immer lieb sein und dann aber Tatsachen schaffen. Höflichkeit ist eine Zier. So, was Denaton betrifft, sein Part in dieser Sache ist beendet. Ich habe ihm befohlen, euch hierher zu führen. Pardon, then. You mentioned Vikross. Do you know her? We need to find her. Mira, jetzt unterhalten sich hier doch gerade die cleveren Leute. Achso, sie ist ja auch clever. Sie hat ja auch 18 Intelligenz. Oh, pardon! Ihr habt Vikross erwähnt. Ist sie euch bekannt? Wir müssen sie finden. It is of Vikross that I would like to speak. It appears you and I have something in common, Half-Elf. Um Vikross geht es. Über sie möchte ich sprechen. Es scheint, ihr und ich haben etwas gemeinsam, Halbelfin. Ich schätze, eine Grundlage für eine dauerhafte Freundschaft wird das nicht. Quite right. I discovered long ago that hatred is an unstable foundation for most human attachments. Luckily,
I stopped being human soon after. Stimmt genau, ich habe schon vor langer Zeit festgestellt, dass Hass eine unsichere Grundlage für die meisten menschlichen Bindungen ist. Glücklicherweise habe ich wenig später aufgehört, menschlich zu sein. Reason enough for alliances of convenience. You and I both want Vikross dead, Nira. And you are my chosen instrument of her destruction. Ich lasse mich aber nicht gerne instrumentalisieren, also. Aber Hass ist genug, Grund genug für Zweckbündnisse. Ihr und ich wollen beide, dass Vikross stirbt, Nira. Und ihr, Bib, seid das Werkzeug meiner Wahl für die Vernichtung. Warum tötet ihr sie nicht selbst? Ihr scheint mir als fähig dazu. I cannot act openly against her. She was appointed by a rival of mine, Asnar Thrall, the Zulkir of Evocation. Also, ich kann nicht offen gegen Vikross vorgehen. Deswegen sage ich euch das in Anwesenheit mehrerer Händler. Ha 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 ha. Wie auch immer. Sie ist von einem meiner Rivalen eingesetzt worden. Jill Bijle, dem Zulkir der Hervorrufung. Vikross kann ihre unbändige Magie jetzt nicht verbergen. Aber wenn sie am Leben bleibt, hat Thrall immer noch eine Chance, sich von ihr zu distanzieren. Ich wünsche ihre Vernichtung und ich wünsche, dass sein Ruf leidet. Ja, aber wenn unbändige Magie in Tai doch offensichtlich verboten ist und er das weiß, dann kann er doch einfach hingehen und sagen, Asnar Thrall, was bist du denn für ein Trottel? Warum hast du das denn gemacht? Du bist doch inkompetent. Und hier ist übrigens ihr Kopf. Ich habe sie gerade aus... Oder noch besser, hier steht sie übrigens allerdings als Zombie. Ich bin ja schließlich Nekromant. Könnte man alles machen? Man bräuchte mich hier nicht. Habe ich so das Gefühl. Wenn sie bald stirbt, und sie wird, Asnar Thrall kann sie so leicht verletzen. Es wird erscheinen, dass er einen wilden Mage hatte. Aha, also wenn sie bald den Tod findet, und das wird sie, kann Asnar Thrall nicht so einfach, sie nicht so einfach verleugnen. Hä, wieso? Es wird so aussehen, als ob er einem Hasardeur Unterschlupf gewährt habe. Sein Ruf wird Schaden nehmen und ich werde es so hinstellen, dass es scheint, er habe sie umbringen lassen, damit ihre Beziehung nicht untersucht werden kann. Ho, 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 ho. Ach, wenn da der Zug hier der Divination nicht was raus... Na, lass mal das. So I give you the freedom to choose. You may do this thing, or be tortured and executed. Also, ich bin... Doch, ich bin ein kultivierter Mann. Ich lasse euch also die Wahl. Ihr könnt diese Sache erledigen oder gefoltert und hingerichtet werden. Ja, also weil Nira den ja auch... die ja auch erledigt sehen möchte. Freiheit oder Tod? Ja, wir sind hier William Wallace. Freedom! Nee, also ihr seid zu liebenswürdig, aber wir merken uns das mal. Bei anderen Spielen wird jetzt hier oben stehen, Bib wird diesen Einschüchterungsversuch nicht vergessen. So, ihr seid zu liebenswürdig. Also wir werden mal tun, was er verlangt. Return to me soon, and I will teleport you into Vikross's estate. Ausgezeichnet, kehrt bald zu mir zurück, dann werde ich euch in Vikross Anwesen teleportieren. An allen Schutzzaubern vorbei. Stöbert sie auf, tötet sie und läutet die Glocke der Herbeirufung in ihren Gemächern, um euren Erfolg zu signalisieren. Okay. Ich werde dann erscheinen und euch nach Tethir zurückversetzen. In the meantime, take advantage of the merchants here. Make sure to rest too. You will be unable to do so once inside the estate. Genau, in der Zwischenzeit nutzt das Angebot der Kaufleute hier und legt auch eine Rast ein. Wenn ihr erst im Anwesenheit, wird das nicht mehr möglich sein. Ich warte. Aha. So, dann dürfen wir nur ihn nicht mehr anlabern. Und dann Molzahn von Timora, klar. Und Hugo Grünblatt und der Waffenhändler. So, dann gehen wir mal kurz auf Rosenklingen shoppen. Gucken wir mal, was hier... Ja, sicher, der Händler magischer Gegenstände ist ein Elitid. Warum auch nicht? Belfer, Bücherhändler, gut, da müssen wir jetzt einmal kurz gucken, was die so haben. Ja, ja, lass mal sehen. Hallo Sklave, Keule, Keule, Schrott, 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 Schrott. Nichts, was einen besonderen Namen hat. Warum gibt es hier so einen Händler? Also ich meine, jetzt mal ehrlich. Wer braucht zu diesem Zeitpunkt des Spiels noch einen Kompositlangbogen plus 1? I am asking this for a friend. With my very big full German accent. Reimt sich sogar fast. So. Heilungsdienste, Zimmer. Nein, ich glaube, mal erstmal gucken, was er hier so kann. Schutzformeln, das ist auch noch nicht so der heiße Scheiß.
Fertig, Abmarsch. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Hallo, mein Name ist Hugo Grünblatt. Ich habe hier Rüstungen, die von den besten Schmieden von Tifa so bis Karatur angefertigt wurden. Ich habe ganz für Ruhen auf der Suche nach dem Allerbesten durchstreift. Und dann habe ich mich aber in diese Arena gestellt, um sie an Sklaven zu verkaufen. Klingt so, als seid ihr ein bisschen bescheuert. Und welcher Elf heißt Hugo? Lassen wir das. Lederharnisch, die besten Rüstungen. Die hat die besten Rüstungen, ne? Eine Lederrüstung, eine ganzen. Lassen wir das. So, Elfenkettenhemd, Plattenpanzer, Prunkharnisch, habe ich letztens alles verkauft. Ritterrüstung plus 2 ist auch, naja. Naja. Aha, Khazras Schild ist das erste, was besonders ist. Einmal täglich Kettenblitz, 6W6. Elektrowiderstand, Erkamius, ja, nehmen wir einfach mit, warum nicht? Wir haben die Kohle ja. Ein Abwehrhelm, den nehmen wir auch mit, den nehmen wir auch mit. Bitte so. Sonst hatte der aber nichts, ne? Ich habe hier nicht irgendwie zufällig was übersehen. Der sieht lustig aus, habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt. Nö. Sieht so aus. Her damit. Abwehrhelm ist immer schön. Ja, bitte? Betrachtet es als erledigt. So, wir haben so ziemlich je... Sieht auch so eklig aus hier mit den Tentakeln. So blablablab. Hallo, blablablab. Ne. Lasst mich eure Auswahl an magischen Punkten. Solltet ihr nicht in der Lage sein, durch Gedanken zu kommunizieren? Kann ich gar nicht anklicken. Kann ich gar nicht anklicken. So, also eins. Schön, gut gemacht. Schrott, 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 Schrott. Mantel des Leichnams könnte geil sein. Ist geil. Immunität gegen Todesmagie ist ja wohl mega nice. Kälte und Elektrowiderstand 50%. Da sehe ich mich. Und der ganze Spaß für nur 5000. Gürtel der Stumpfheit, sowas können wir... das sind diese ganzen alten, ne? Rüstung gegen Klingenwaffen. Die gab es beim Baldur's Gate 1. Gegen Stich- und Geschosswaffen. Gegen Wuchtwaffen kaufen wir alles weg. Zack, zack, zack. Kann ich schon gar nicht mehr. Ist sie überladen. Oh, und die nehmen wir auch mit. Die nehmen wir... nicht mit, aber doch können wir machen. Das nehmen wir noch mit. Ja, ich glaube, hier kaufen wir auf den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der hat ja mal echt gute Sachen hier. Okay. Machen wir. Dafür müssen wir aber kurz Massis Inventar freiräumen. Dafür müssen wir mal kurz jemanden herbeiholen. Alter hier, so. So, Massi, gib mal den ganzen Kram hier ab. An Rasat. Brauchst du nicht mehr, brauchst du nicht mehr. Brauchst du nicht mehr. So, und dann gehen wir einkaufen. Stimmt etwas nicht, aber natürlich, werter Freund. So, her damit jetzt. Also, das hier. Das einfach, weil es geht. RK8, nö. Ich glaube, davon haben wir schon eins. Das ist gut. Infravisionsring ist nicht gut. Ring der Regenerationsring ist gut. Offensichtlich. Viele schöne Stäbe. Stab für Überraschung ist auch immer lustig. Eine zufällige Auswirkung tritt ein. Und Stab der Verwandlung ist auch sehr lustig. So, nehmen wir einfach mal mit. Haben wir immer noch genügend. Ach, haben wir, weiß ich nicht, ob wir sowas noch haben, aber nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch einfach. Ah, das ist jetzt einer zu viel. Okay, kaufen, fertig. Ja. Haben wir das jetzt gekauft? Ja, prima. Den Beeinflussungsring kann sie dann eigentlich ablegen. So, und das hier macht Rettungswurfbonus, das macht nur mal, es ist schlechter. Aber macht eigentlich alles nichts. Each new item restricts my movement further. I can carry no more. Okay, Rasat, kein Problem. Was ist nun? Die besten Anführer können auch Befehle befolgen. Alles klar. So, dann, Masi, gib mal noch irgendwie zwei Sachen an. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was ihr mir gab, liegt nun auf dem Boden. So. Gib mal eine Sache bitte noch ab. Den da vielleicht. Wollte ich nicht noch irgendwas gekauft haben, den Unsichtbarkeitsring. Kann ja immer noch mal gut sein, man weiß es nicht. So, her damit. Prima. So, müssen wir eigentlich rasten? Naja, wir haben einiges schon rausgehauen. Die Frage ist, wir speichern auch mal. Werden die böse, wenn wir die ausplündern? Und wo geht es dahin? Das sind so zwei Sachen, die werden wir jetzt noch klären. Dolch plus 1 oder sowas.
Keine Ahnung, brauchen wir nicht wirklich. Dann wird mal eben abholen, kann ich später wegsortieren. Aber der Lichtumhang da. So, Hugo, wer Hugo heißt. Ach, da ist auch noch Belfa, mit dem müssen wir auch noch quatschen. Und der Bücherhändler. Groß einkaufen können wir mit ihr aber nicht. Okay, wir kaufen alle Heiltränke, die er hat, die von den Großen auf jeden Fall. Und wir kaufen auch die blauen Tränke, falls er die hat hier. Wo sind sie denn? Die Schlaumachtränke. Da, Konzentrationstränke, die kaufen wir auch. Ich glaube, das waren die, ne? Die machten Intelligenz plus 3, genau. Die kaufen wir ihm auch noch ab. Die Gruppe aber natürlich, werter Freund. Das kann aber eigentlich Nira machen, ne? Ja, ist egal, wenn das dann mehr kostet. Hinder. Ja, danke. So. Alles. Und, Intelligenz plus 4, genau. Den hat er nur einmal und die. So, kaufen. Danke. Den Rest brauchen wir, glaube ich, eher nicht so. Dann können wir noch schnell darüber rennen. Schöne Bücher. Der wird jetzt... Achso, der hat jetzt jede Menge Zauber. Viele, viele bunte Smarties. Aber da sind wir eigentlich auch ganz... Ja, sicher hat er alles an Zaubern hier. Und viele Schutzformeln und hast ihn nicht gesehen. Ja, könnte alles schön sein. Aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht so dringend. Jo. Naja. So, dann wollen wir mal gucken, was hier so hinter ist. Jan. Diese Zaubertür ist gegen einfache Zauber und sonst was. Genau. Ist durch ein... Okay, ich glaube, ich mache hier mal einen Speicherstand. Nira's Quest. So. Und falls ich das Gefühl habe, ich müsste ja doch noch einkaufen, kann ich das ja dann noch tun. So, aber wenn ich den jetzt anlaber, dann gehe ich ja... Achso, raste ich nochmal, ne? Warum nicht? Man sollte immer ausgeruht irgendwo hingehen. So, ich hätte gerne ein Zimmer. Top. Auf geht's. Glocke der Herbeirufung. Weiß ich gar nicht, wo kommt die her? Kann ich irgendwie behilflich Talis, was? Wer seid ihr? Wo kommt ihr denn her? Ihr seid hinter meiner Herren her, oder? Jo, versucht nicht, mich aufzuhalten. Was könnt ihr uns sagen? Ich kann nicht. Ich kann euch gar nichts sagen. Aber bitte tötet mich nicht. Ich bin nur ein einfacher Sklave. Sie hat viele unserer Freunde getötet. Bitte, wenn ihr jemals Ungerechtigkeit von Vikrus erfahren habt, denkt jetzt daran und helft uns. Ja, wir probieren es einfach mal. Das ist wahr. Sie hat Isa getötet, meinen Nan. Ich schulde ihr gar nichts. Na schön, also Vikrus trifft sich gerade im Hof mit ihren Unterführern und ihre anderen Wachen bewachen die Räume um den Hof herum. Warum auch immer. Wenn ihr... Ich hätte ja die Eingänge bewacht, aber lassen wir das. Wenn ihr euch zuerst die Wachen in jedem einzelnen dieser Räume vornehmt, verstehe, dann könnten sie die nicht suchen. Ja, fahrt vor. Und können Sie selbst keinen Alarm anlösen? Ja, richtig. Keine Sorge, ich werde keinen Alarm auslösen. Jetzt werde ich gehen, welche Seite die Götter auch begünstigen. Ich möchte die bevorstehende Schlacht nicht miterleben. Peach, bye! So, das heißt, wir gehen auf jeden Fall nicht da geradeaus, denn da wird es zum Innenhof gehen. Dann gehen wir wohl immer an der Wand lang. Oh, Razzat, passt du da durch die Tür? Ja! Um Razzats Frage zu beantworten, passt nicht durch die Tür. Razzat so, ja, aber ich hab das trotzdem gut gemacht, ne? Naja, das war schon nicht so schlecht. Okay. Na gut. Aber dann würde ich doch sagen, das Anwesen clearen wir hier beim nächsten Mal. Wir müssten dem guten Razzat wahrscheinlich seine Rüstung kurz ausziehen, damit er hier mitkämpfen kann. Und dann würde ich sagen, hau die rein und nächstes Mal haben wir die gute Vikros. Dann gehen die in Thron des Baal aber tatsächlich schneller die Quest rein als... Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Okay, Anom, dich nehmen wir noch mit. Was gibt es, Nira, als im Hauptspiel? Was meint ihr? Ihr starrt mich an.
Nicht, dass mich das wundern würde. Ich bin schließlich ein ehrbarer und besonders gut aussehender Kleriker des Helm. Das hättet ihr wohl gerne. Ich denke nicht. Das ist keine Überraschung für mich. Alter, er fängt ja echt an. Ich habe mich oft gefragt, warum euer Blick nicht schon früher auf Wanderschaft gegangen ist. ihr wollt das wirklich durchziehen? Schön. Oh ja, großer Ritter, nehmt mich hier und jetzt vor den Augen aller. Ich kann euch nicht widerstehen. Was? Ich habe das all die Zeit verleugnet, aber ihr habt so recht. Ja, so recht sogar. Oh, wie ich mich nach eurer männlichen Berührung gesehnt habe. Aber ihr und... Er bedeutet mir nichts. Jetzt so eine Handbewegung so mit der Rückseite der Hand so an die Stirn so. Oh. Nichts kann sich mit euch messen. Wir sollten unsere Liebe von den Baumkronen in die Welt schreien und sie in die Gesichter unserer Feinde stampfen. Wie stampft man Liebe in die Gesichter eines Feindes? Ich weiß nicht, aber mein Schatz Anomen, wir werden einen Weg finden. Wir werden nichts dergleichen tun. Aber Liebster, wir müssen für immer zusammen sein. Unsere Herzen auf ewig verschlungen, niemals getrennt. Jeder verarscht hier auch Anom. Jan hat auch schon damit angefangen. Eigentlich ist Anom ja doch eine tragische Figur. Jeder macht sich über ihn lustig. Nur Razat hat's noch nicht getan. Und ich glaube, Mazi auch noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Ihr seid verrückt. Geht weg von mir, Elfen. Und bleibt weg von mir. Klingt nach einem Plan. Okay, Anom hat es echt wieder geschafft. So, na schön, dann, ich weiß nicht, ob das an diese Storyline gescriptet ist, aber das war lustig. So, tschüss.